und herzlich willkommen zurück zu Harvest Moon, deine Tierparade. Wir schenken Lina eine Sonnenblume. Guten Morgen. Wow, das ist so geil. Ja, jetzt rubbeln wir wieder. Oh, das war aus Versehen. Ich hoffe, dass der Himmel für das Sternfest morgen aufklaren wird. Ja, safe. Wir haben immer gutes Wetter bei den Festtagen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Da, 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 da. Hast du dich hier eingelebt? Falls du etwas brauchst, lass es mich wissen. Es wird kälter. Im Winter friere ich immer. Ja. Jetzt gehen wir fort zu Ilka. Und ich weiß nicht, ich hoffe, dass sie dann auch demnächst das nächste Herz bekommt. Ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern. Das ist wieder eine Woche her. Ich nehme ja meistens Sonntag aktuell ganz viel Tierparade auf. Auch wenn ich eigentlich mal andere Projekte aufnehmen müsste. Aber ich habe aktuell wieder ein sehr schlechtes Zeitmanagement. Ja, deswegen ja, müssen wir da jetzt durch. Lul. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, deswegen weiß ich nicht, wann sie das letzte Herz bekommen hat. Aber ich denke mal, es wird noch ein Stück dauern bei ihr, bis sie bei 4 Herzen oder so ist. Bitteschön. Guten Morgen. Yay. Ihre Babyhaare bei ihrem Pony. Ach so, ich muss ja sowieso in die Scheißfarm und Essen kaufen. Das habe ich schon wieder vergessen. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Da, 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 da. Morgen ist das Sternenfest. Da können wir die Sterne sehen. Es scheint, als seien mein kleiner Bruder und ich sehr verschieden. Ich war immer neidisch darauf, wie er sich ausdrücken konnte. Ja, aber das hatten wir doch schon, dachte ich, oder? Ich glaube. Wo ist sie denn eigentlich? Die sind immer sehr weit unten. Hier, Ilka. Ja, 3. Okay. Ja, so in 2 Tagen, denke ich mal, wird es dann erreicht sein. Ja, 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 ja. Wie war das jetzt mit dem Sternenfest? 18 Uhr geht das los, oder? Shit, ey. Da müssen wir wieder richtig viel Zeit vertrödeln. Und ich glaube, dass der Part, mit dem man auf dieses Fest geht, der kommt auch erst 19 Uhr, wenn es so richtig dunkel ist. Also ja. Cool. Jetzt ist halt die Frage, Moment mal. Ich möchte mal ganz kurz in meine Farmsachen schauen. Das war's nicht. Farm. Wir haben noch 4-mal normales Futter, okay. Also Tierfutter für die Vögel, nehme ich an. Dann muss ich ja beides kaufen, richtig geil. Aber da wir heute genug Geld haben, um uns das ganze Futter zu kaufen, denke ich mal, sollte das kein Problem sein. Ja, und ich muss nochmal schauen wegen des Erweiterungszeugs. Ich denke, mit der Sichel sind wir dann fertig und können alle Eisensachen ignorieren oder verkaufen. Produkte kaufen, bitte. Ich brauche Futter, da. Ja, komm, wir kaufen das einfach 99 Mal. Ich habe ja das Geld. Yay, und ich muss dringend dran denken, dass ich diese Tiere dann auch füttere. Ach du Scheiße, das wäre halt richtig scheiße, wenn ich das vergessen würde, weil die alle Hunger haben. Nicht, dass die alle krank werden, dann müssen wir unendlich viel Tiermedizin kaufen. Ich suche die Pfeife. Da. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich gehe erstmal die Tiere füttern. Und dann gehen wir unsere Runde drehen. Ich glaube, das ja, ergibt mehr Sinn. Da, da, da. Und ich muss doch erst nach Harmonika, weil ja sonst Rolf mit uns zu diesem Sternfest geht und ich ja eigentlich den Zauberer mitschleppen wollte, falls der Bock hat. Vielleicht sagt er auch, nee, erst bei 5 Herzen würde ich mit dir gehen, Teddy. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Aber nein. Wir sind zu Hause. Da, 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 da. Weg damit, da war ein Pilz, den habe ich gesehen. Doch ich lasse ihn liegen oder stehen. So, hallo meine lieben Tiere. 5 Stück waren es, oder? Ich glaube. 1, 2, 3, 4 und 5. Bitte. Ja, toll. Das klappt richtig gut. La 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 la. Futter hier für dich. Scheiße, das war aus Versehen. Jetzt muss ich noch mal eins holen gehen. Bitte? Mich wundert, warum haben die eigentlich keinen Hunger mehr? Ach doch, jetzt. Gut. Das wäre erledigt. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Habe ich eigentlich Silber dabei? Also war da Silber dabei? Bei diesen Dingern, die ich habe? Ja, 4-mal sogar. Also für 2 würde es reichen, für die Axt und für den Hammer. Interessant. Okay.
Auf nach Harmonika. Wen muss ich denn da eigentlich alles beschenken? Kati, Selina? Den Zauberer? Und mit Christina habe ich auch schon angefangen, oder? Ja, ich glaube. Oh yeah. Da, 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 da. Vielleicht laufen die ja draußen rum, dann würde ich die gleich abfangen. Aber ich denke mal, die Christina wird arbeiten. Die wird heute gar nicht rumrennen hier draußen. Weil es ja bewölkt ist. Nee, sie ist nicht da. Ah, aber Selina läuft draußen rum. Und Kati, sehr schön. Guck mal, dann habe ich doch was für dich. Eine Ananas. Ah, guten Morgen. Oh ja, darf ich das wirklich haben? Ja, also ich finde es nur okay. Aber ich denke, für den Anfang können wir das machen. Sie ist schon hübsch. Sie sieht halt auch wirklich sehr erwachsen aus. Oder sie hat einfach Kurven. An sich, so alt schien sie noch nicht zu sein. Ich habe gehört, dass morgen das Sternfest ist. Sternfest. Sternenfest. Ich kann nicht glauben, dass man bei der Kälte draußen die Sterne anschaut. Es ist sehr stressig jeden Tag, aber neue Umgebungen sind immer schön. Ich hasse die Kälte, da habe ich irgendwie keine Lust auf irgendetwas. Gut, sie ist das halt auch überhaupt nicht gewohnt. ich brauche bitte meinen Karottensaft. Bitteschön, Kati. Morgen. Oh, das ist klasse. Bei ihr müssten wir doch auch langsam mal in die richtige Richtung kommen, oder? Wir haben doch kurz nach Ilka mit ihr angefangen, dachte ich. Da, 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 da. So. Morgen ist das Sternenfest. Ich glaube, man kann die Sterne so gut sehen, weil die Luft so frisch ist. Okay. Zuerst dachte ich, du wärst unzuverlässig, aber du bist ja doch ganz okay. Wow. Also regnet es heute oder nicht? Ich mag dieses Wetter gar nicht. Ja, ich muss sagen, das war die letzten Tage hier bei mir auch so. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, yo, regnet es jetzt oder nicht? Aber dann hat doch jetzt trotzdem die gute Kati noch ein Herz mehr, oder? Wartet, Kati. Zwei. Ja, hatte sie erst eins? Haben wir doch so viel später mit Kati angefangen. Ich bin überrascht. Na gut, egal. Jetzt ist erstmal die gute Christina dran. Hallo, Christina. Ich habe hier etwas Kräutertee für dich. Mensch, toll. Danke. Ach, die Details sind wirklich schön. Ich muss hier doch nochmal gucken. Mit dem Fotoapparat, glaube ich. Das interessiert mich, wie das hier alles aussieht. Die ganzen Kuscheltiere vor allem. Morgen ist das Sternenfest. So viele Sterne zu sehen, ist einfach herrlich. Ja, es ist schön, dich kennenzulernen. Ich mag eher wolkige Tage wie dieser. Okay, ciao. Da, 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 da. Ich guck mal kurz auf meine Liste. Ja, okay, okay. Ja, wie gesagt, erst im Frühling alles. Ich vergesse, wie gesagt, alles in einer Woche immer ziemlich doll. Da ist mein Hör nicht so zuverlässig. Jetzt geht's zum Zauberer. Ich hoffe, der hat morgen Bock. Das wäre doch geil. Aber er hat vier Herzen. Ich meine, Entschuldigung, was soll ich denn noch machen? Zauberer. Oh yes. Er will. Sterne gucken. Morgen Abend Sternenfest. Gehen wir hin? Das war die beste Frage in der Welt. Ja, sehr gerne. Dann treffen wir uns morgen am Mondschauhügel. Um 19 Uhr. Ja, geil. Bitteschön, hier ist auch dein Tom-Tom-Pilz. Guten Morgen. Danke. Da, 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 er freut sich. La, 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 la. Morgen ist das Sternenfest. Sternschnuppen sind Sterne, die vorbeifliegen. Das solltest du sehen. Ja, wir gehen ja auch hin. Die Erntegöttin wartet mit den Kobolden, das kennen wir. Diejenigen, die die Auszeichnung hatten, ja, das kennen wir auch. Seit wann ich hier bin? Ich weiß nicht genau, ist schon lange her. Damals hat die Erntegöttin viel gesungen. Genau, okay, also ist noch alles beim Alten. Alles beim Alten. Und jetzt gehen wir zu Julius und zu Pia und zu Rolf. Und dann bin ich gespannt, vielleicht sagt der Rolf auch heute, Teddy, ich muss dir was sagen. Und dann sagen wir so, yes, Baby, du bist sowas von abserviert, Bitch.
glaube, das war's dann auch, oder? Dann haben wir alle. Und dann können wir ganz viel veredeln. Yay! Mann, da habe ich mal so viel Geld. Aber ich weiß wirklich nicht so genau, was ich damit anstellen soll. Es gibt halt sehr viel, was man machen kann. Oder auch machen sollte. Tja, und wir haben nicht genug Holz, um irgendwas zu erweitern. Und ich finde, auch die anderen Erweiterungen sind jetzt noch nicht so notwendig. Klar lohnt es sich irgendwann mal, das Haus zu erweitern, damit wir die Kinder bekommen können. Aber ich glaube, bis wir den Erntekönig in der Tasche haben und vor allem auch die 16 Herzen zusammen haben. Danke. Da vergeht halt auch noch ein bisschen Zeit. Also, es eilt nicht. Ah, meine Nase. So. Da, da. Ja, ich mache jetzt mal die Sichel, würde ich meinen. Dam, dam. Herein, herein. Mal sehen, was der gute Rupert sagt. Schmiede, es ist still. Wow. Oh, ach so. Deshalb ist es still. Willkommen, unser Feuer brennt besser als je zuvor. Jetzt können wir auch Gold bearbeiten, um deine Werkzeuge zu verbessern. Vielen Dank noch einmal. Yay, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, aber gut. Außer halt Sachen verkauft. Also, ich kann die Metallsichel nicht kaufen. Ach so, weil ich dreimal Eisen brauche. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber zumindest die Kupferangel. Dann let's go. Und da die Silberangel auch geht, mache ich die auch gleich. Kein Material. Okay, nice. So, jetzt haben wir schon mal die Silberangel. Ich glaube, damit können wir auch schon diesen einen Scheißfisch kaufen, sag ich schon, fangen. Das müsste jetzt schon klappen. Aber das hat auch noch so viel Zeit. Da, da. Dann mal kurz hier rein. Mich wundert aber, dass wir so wenig Eisen haben. Sehr interessant. Schmuckladen. Hello, Julius. Bitte, eine Rose für dich. Heute habe ich eine Rose für dich. Ich bin die Bachelorette. La 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 la. Er schielt so ein bisschen. Mann, ich sag, die 3D-Models finde ich immer noch ein bisschen weird. Die Sterne sind zwar ganz schön, aber besonders die Luft ist toll. Man kann auch so richtig schön durchatmen. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, bla 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 bla. Das ist ja wunderbar. Ich mag Winter. Das ist schön. Ich möchte bitte gerne Steine begutachten und zwar... Fange ich gleich mal an mit dem Eisen. Das kostet 490. Okay. Wie viel Alteisen wird es sein? Oh! Erstaunlicherweise haben wir echt viel Eisen bekommen. Ich bin glücklich. Weitere Gegenstände? Ja, bitte. Moment. Das Gold hätte ich gerne mal veredelt. Das kostet 140. Bitte lass ein bisschen Golderz dabei sein. Wow! Es war gar keins dabei. Scheiße. Gut, das hat sich dann auch schon erledigt mit den... Werkzeugen. 560 für das Silber. 16 mal Silbererz machen 12 mal Alteisen. Ach du Scheiße. Und 4 mal Silber. Hä? Danke fürs Warten. Wie schrecklich. Das war einfach die schrecklichste Ausbeute der Welt. Du Scheiße. Okay, aber dann kann ich ja trotzdem schon mal eine Sache verbessern. Vielleicht sogar den Hammer. Wir sind ja sowieso ständig in der Mine. Ah, na toll, das läuft ja hier wie am Schnürchen nicht. Huch, das wollte ich gar nicht. Sorry. Hallo. Ja, dann hau mal raus. Genau, die Metallsichel. Okay, Kupfersichel. Die brauche ich halt überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Kupferhacke. Ja, komm. Silberhacke. Die brauche ich halt wirklich nicht. Dann eher den Silberhammer. Und ja, das Einzige, was wir noch machen können, ist die Kupfersichel. Also, let's go. Bist du sicher? Ja, muss ich ja. Muss ich ja. Okay, aber jetzt haben wir zumindest sehr viele aufgearbeitete... Hier, Silberhammer, eine Kupferhacke, die Kupferaxt, das können wir alles verkaufen. Silber haben wir auch noch zweimal. Und die Kupfersichel. Und 9-mal Eisen. Und das 9-mal Eisen kann ich jetzt eigentlich verkaufen gehen, oder? Ich brauche jetzt kein Eisen mehr. Sehr schön, das wird bestimmt richtig viel Geld bringen, nicht? Ha, ein Traum. Ich glaube bloß, Pia mag auch Eisen, habe ich gesehen. Also vielleicht behalte ich das lieber. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob sie das liebt oder nur mag. Wir können es ja mal probieren. Es ist zumindest Metall, also eigentlich müsste sie es geil finden.
Hallo. Schau mal, das habe ich gefunden. Hallo. Oh, vielen Dank. Wie schön. Okay, also ihr findet es nur so lala. Da, 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 da. Okay, ja, dann habe ich heute ein Herz verkackt. Aber ist okay. Morgen ist das Sternfest. Jedes Jahr freue ich mich auf die Sternschnuppen. Wie läuft es bei der Arbeit? Ist es gut, Pläne zu machen? Wie geht es dir heute? Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Vielleicht kann ich mir doch noch, wenn wir das bisschen Geld noch übrig haben, die Karten kaufen. Ich habe bloß nicht so viel Platz, glaube ich. Tischler geöffnet, 8 bis 20 Uhr. Ach so, ich wollte sagen, hä? Warum hat er nicht auf? Das ergibt keinen Sinn. Der Tischler. Hallo, ich suche Rolf. Da ist er auch schon. Warte mal. Da. Bitteschön, Spinat. Für dich. Hey. Oh, boah, wirklich. Wow, dankeschön. Er müsste ja so gut wie fertig sein, weil wir ja lange Zeit auch kein Date mit ihm machen konnten. Okay, noch nicht. Morgen ist das Sternfest. Dort kann man viele Sternschnuppen sehen. In letzter Zeit lenken mich die Gedanken an dich immer von meiner Arbeit ab, Tenny. Warum bin ich so schüchtern? Okay. Ja, er ist schüchtern. Okay, wir haben noch 13.000 G. Genau, Haus Level 2 haben wir sowieso schon fertig. 50.000, 300 mal Bauholz und 300 mal Baustein. Die Scheune 60.000, der Hühnerstall 45.000 und die Wassermühle will ich ja nicht. Okay, ja, dann gehe ich wahrscheinlich doch noch ein Stück in die Mine, denke ich. Das lohnt sich, glaube ich. Und ich würde das Eisen verkaufen und das Alteisen. Und vielleicht, na gut, das Gold müsste ich schon behalten. Ich brauche halt jetzt genug Platz, dass ich genug Platz habe. Dam, dam. Schwierig ist natürlich auch deshalb das Ganze, weil ich ja die Karten eigentlich kaufen wollte. Aber ich habe wirklich nicht so viel Platz. Also es sieht sehr schlecht aus hier. Das verkaufe ich komplett, weil das brauchen wir nicht mehr. Ja. Und den Rest kann ich jetzt leider auch noch nicht verkaufen. Aber beim Spinat würde ich schon mal 10 wegpacken. Weil der gute Rolf fast fertig ist. Ja. Das müsste zumindest vom Platz reichen. La 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 la. Oder gehe ich doch erstmal zum Kantatenviertel? Ich glaube, ich mache doch erstmal Platz. Dip, de, de, de. Ich bin etwas unschlüssig, merkt man das? Ja, und dann würde ich wahrscheinlich doch offscreen in die ganzen Minenbereiche gehen. Weil ich finde das so langweilig. Wir haben ja das jetzt schon 1000 Mal gesehen. Dam, dam. Genau, Kantatenviertel. Vielleicht kann ich dann auch noch irgendwas kochen, aber ich dachte, so viel haben wir nicht mehr und der Tee, der reicht noch sehr lange. Los, du geiles Schwein. Mit deinen Blumen aus deinen Nasenlöchern schauenden Nasenhaaren. Da, 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 da. Lauf doch etwas schneller. Dankeschön, du Schweini. Du hast tolle Beine. Gefüttert habe ich alle. Das ist ja das Wichtigste. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Und da ich das gemacht habe, ist das fertig. Ich muss gehen. Also, warte mal. Ach, jetzt noch Kupfer. Ja, brauche ich eigentlich noch Kupfer? Die Silberangel. Ich brauche gar kein Kupfer mehr, oder? Also eigentlich kann ich das dann auch wegschmeißen. Sehr interessant. Okay. Ach so, stimmt. Kokosnüsse mag ja die gute Selina auch. Dann würde ich die schon mal mit hier hochpacken. Ah, und hier haben wir auch noch edles Erz. Dip, 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 dip. Mm-mm. Was hatte ich jetzt für eine Mission gerade? Ach so, ich wollte das Silber wegpacken, glaube ich. Das kann weg. Das Gold kann auch weg. Und die Sichel brauche ich ja jetzt sowieso nicht. Die kann auch hier rein. Genau wie die Hacke. Ja, der Rest kann theoretisch bleiben. Okay. Dann packe ich noch die Milch weg. Und dann wird noch ein bisschen Tee gekocht. Ist doch der Topf, oder? Ja, genau. Sehr gut. Das einmal.
Da, da, da. Und dann nochmal. Da, da, da. Okay, dann gehe ich jetzt ein bisschen in die Mine und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.